Hallo, meine liebe Zuschauer, es ist Zeit wieder da. Wir müssen für Winter irgendwas machen. Also aus unserer Ernte nicht nur essen jetzt, sondern Reserve machen. Und ich mache aus Erdbeerengetränk, schon gefällt mir von Kindheit. Das schmeckt mir natürlich besser als Fanta oder Limonade oder Coca-Cola. Und da erzähle ich euch darüber, wie man das macht und zeige meine Erdbeeren. Liebe Leute, auf diese prachtvolle Panorama bin ich auch extrem stolz. Schaut ihr mal, wie viele Erdbeeren. Und die sind ziemlich groß und viel, obwohl ich schon einmal abgemacht habe. Das ist ein Glück, eine große, große Freude. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Unkrautvlies habe, gekauft habe. Wir haben da viel Mühe gegeben, um draufzulegen. Und wenig Unkraut, aber viele Erdbeeren. Und man muss nicht die Zeit mit Unkraut immer verbringen, weil zwischen Erdbeeren ist bei mir sehr viel Unkraut gewachsen. Besonders diese Pflanze wie die Liane, die überhaupt kein Ende hat und Wurzeln sind endlos. Aber jetzt super. Egal, was wir für Winter machen, Gemüse oder so ein Getränk, Hauptsache saubere, desinfizierte Gläser. Alle Gläser waren zuerst in der Spülmaschine. Und danach, bei 100 Grad, habe ich die kleineren 15 Minuten und die größeren bis zu 30 Minuten muss man im Backofen so braten, kann man sagen, bei 100 Grad. Das ist Desinfektion und das ist so wichtig, weil sonst werden alle Gläser innen drin verschimmeln und faulen und da kann man nicht essen, nicht trinken, was wir dann vorbereitet haben. Und das ist dann schade, so viel Arbeit gemacht. Also Sauberkeit, Desinfektion. Die Gläser muss man auch desinfizieren. Ich lege die in einen Topf, bringe bis zum Kochen und lasse so ungefähr 10 Minuten köcheln. Und danach, in das jede Glas, schneide ich Erdbeeren. Ungefähr ein Drittel vom Glas. Egal, ob Glas groß ist, klein ist. Ein Drittel. Und jetzt habe ich alle Gläser ein Drittel voll gemacht. Und den Rest muss ich mit kochendem Wasser befüllen, was ich direkt machen werde. Die Gläser sind mit kochendem Wasser befüllt und jetzt müssen sie so 20 Minuten stehen bleiben. Nach 20 Minuten oder ein bisschen länger, Hauptsache nicht kürzer, muss man das Wasser zurück in einen Topf schütteln. Aber die Beeren bleiben im Glas. Dafür nehme ich einen kleinen Sieb und das geht hervorragend so. Dieses Wasser, diese Flüssigkeit,
und so weiter, alle Gläser, wie viel da reinpasst, Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit ist schon aromatisch, riecht sehr gut, nur hat noch keinen Zucker. Deswegen, entweder ich weiß, dass mein Topf zum Beispiel, wenn voll ist, fast voll, da sind 5 Liter. Oder man muss abmessen mit Messbecher. Für 1 Liter unserer Flüssigkeit, aromatischen, geben wir 100 Gramm Zucker. Erdbeerwasser kann man erst in Messbecher reinschütten. Vielleicht ist das, so ist es leichter zum Abmessen. Im Topf habe ich momentan 3 Liter Wasser und natürlich für solche Menge Flüssigkeit brauche ich 300 Gramm Zucker. Geben wir Zucker rein, jetzt bringen zum Kochen und dann verteilen in die Gläser, wo die ohne Flüssigkeit sind, nur mit Beeren. Jetzt habe ich natürlich fertig gemacht, das kochende Erdbeerwasser mit Zucker zurück in Gläser gegeben, Deckel drauf und umgedreht. Und jetzt bedecke ich jetzt mit warmem Deckel. Und bleibt diese Gläser bleiben Kopf runter die ganze Nacht hier, um zu abkühlen. Und morgen kann man dann in den Keller tragen. So, ich kann sagen, ungefähr 1/3 habe ich. Sonst mache ich mehr. Für den ganzen Winter brauchen wir mehr. Je länger Getränk stehen bleibt, desto leckerer wird es.